Doch das Handlungsmodell ist ins Wanken geraten. Feuerwehrkommandant Colin Wilson aus Mendocino County auf Patrouille durch sein Revier. Im Sommer brennt es hier oft. Was also tun mit den Bewohnern der oft einsamen Häuser im Wald? Colin Wilson und seine Mitstreiter suchen nach neuen Lösungen. Sie bieten Kurse an, wie man sich, wenn es nicht gar zu schlimm kommt, der Brandgefahr selber erwehren kann. Das ist billiger und effizienter als so mancher Großeinsatz. Es ist widersinnig, einem Hauseigentümer zu sagen, er müsse beim ersten Anzeichen von Rauch flüchten. Wer seine Hausaufgaben gemacht, sich mit dem nötigen Werkzeug ausgestattet und Vegetationsschneisen geschlagen hat, kann in den meisten Fällen ohne große Gefahr bleiben. Meist sind es nur Glutpartikel, die auf dem Dach oder auf der Veranda landen und sie in Brand setzen. In vielen Fällen kann man sein Haus schon mit Hilfe eines Gartenschlauchs retten. Hilfe zur Selbsthilfe heißt die Devise. Auch die Zusammenarbeit mit dem kleinen Pionierradio in Ukiah klappte vorzüglich, als hier im Sommer 2008 die Wälder brannten. Die Station war fixer Bestandteil des Rettungskonzepts, gerade für die entlegenen Farmen. So entstand ein Netzwerk, das bis heute zusammenhält. Es ist absolut unglaublich, wenn man Bürger, Journalisten, Profis, Feuerwehrleute mit einer Radiostation vernetzen kann und in einem Tempo, mit dem Printmedien nicht mithalten können. Selbst das Internet hinkt hinterher. Das fällt bei einer Katastrophe doch als erstes aus. Mag sein, manch einer hält uns für altmodisch. Wir senden wie die alten Pioniere Signale aus, selbst an jene Orte, die andere Dienste längst nicht mehr erreichen. Die Greenhorn Farm in Ukiah Valley war 2008 tagelang nur übers Radio mit dem Rest der Welt verbunden. Seit rund 40 Jahren lebt hier ein munteres Völkchen leicht ergrauter Hippies und Ökopaxe, die einmal pro Monat den Ernstfall proben. Und dabei richtig Laune haben. So heiter und entspannt kann eine freiwillige Feuerwehr sein. Als die Flammen dann wirklich in gefährliche Nähe kamen, war man bestens gewappnet. Vor dem Brand haben wir uns zu Übungen getroffen, um den Leuten zu erklären, was man bei einem Brand anziehen, welche Werkzeuge man haben sollte. Wir zum Beispiel haben Rucksacklöschgeräte. Weil wir so weit ab in den Bergen sind, können wir nicht damit rechnen, dass die Feuerwehr schnell hier ist. Also müssen wir zunächst selber löschen. Eine aufgeschlossene Vertreterin der Berufsfeuerwehr gibt dem Spaßtrupp von der Ranch noch heute, dann und wann, brauchbare Tipps für die Nachschulung. Sie haben uns bereitwillig zugehört, zum Teil sicher auch, weil wir ihre Fähigkeiten respektiert haben. Wir wussten, dass sie in der Lage sind, sich zu verteidigen, und so haben wir sie auch behandelt. Das ist mehr als nur ein Happening. Diese lebendige Verteidigung gegen das Feuer ist, keineswegs nur für alte Hippies, ein Modell mit Zukunft. Statt einer simplen technischen Einheitslösung brauchen wir breiter angelegte und differenziertere Modelle. Dazu gehört die Ausbildung von Bürgern, wie wir es gerade gesehen haben. Und in anderen Situationen eine hochtechnisierte Brandbekämpfung. Letztendlich jedoch müssen wir die Gesamtentwicklung in den Griff bekommen. Ein großer Teil der Problematik liegt zum Beispiel darin, wo und wie wir unsere Ortschaften gebaut haben. Da gibt es etwa Hobart, die Hauptstadt der australischen Insel Tasmanien. Selbst auf einem Kontinent, der leidvolle Erfahrung im Umgang mit Waldbränden hat, scheinen die Bewohner ihr Schicksal gelegentlich regelrecht herauszufordern. Die Häuser, selbst Neubauten, mitten in Wälder und Baumlandschaften gestellt, weil es im Grünen doch so schön ist. Die Träume der europäischen Einwanderer, implantiert auf hochexplosives Terrain. Die Katastrophe scheint programmiert. I think the biggest
Meiner Ansicht nach ist die größte Herausforderung kultureller Natur. Es gab bäuerliche einheimische Kulturen, die gelernt haben, in brandgefährdeten Landschaften zu leben, mit dem Feuer zu koexistieren. Aber eben das haben wir nicht begriffen. Unsere Kultur, die Vorstädte, die kalifornische Lebensart, die immer größeren und teureren Häuser in brandgefährdeten Regionen, das ist Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Allerdings scheint diese Krankheit leider sehr ansteckend für viele Menschen auf der Welt, auch für Europäer. Wie recht David Bowman hat mit seiner Brandrede gegen die kranken Europäer, zeigt ein letzter Blick aus dem Hubschrauber auf dem Flug über das südfranzösische Städtchen Carry-le-Rouet, das 2010 haarscharf an einer Katastrophe vorbeischrammte. Auch hier lauter Villen direkt am Wald. Gespenstisch. Ich befürworte eine Wissenschaft des Feuers, eine Pyrogeographie. Wir müssen über die Geographie der Erde nachdenken und darüber, wie das Feuer sie gestaltet und verändert hat. Gäbe es kein Feuer auf diesem Planeten, hätten wir eine völlig andere Vegetation, andere Tiere, andere Kulturen. Wir müssen begreifen, wir sind ein Feuerplanet. Es hilft also nichts. Das größte Brandrisiko ist noch immer der Mensch. Wir werden, will unsere Spezies nicht in einigen Generationen verbrennen, unser Feuerverhalten grundlegend ändern müssen. Das Feuer verstehen, anstatt es in Selbstüberschätzung dominieren, ja niederkämpfen zu wollen. Wir werden uns wohl oder übel anpassen müssen. Sonst könnte die Welt, der überhitzte Planet, irgendwann überall ausschauen wie hier. Und das wäre nicht eben gemütlich.